Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zurück zu Snowtopia. Ich kann keinen Tag vergehen lassen, ohne nicht weiterzuspielen. Das heißt, es macht mir großen Spaß. Ist jetzt der dritte Tag nach Release und meine dritte Aufnahmesession. Hab ein bisschen die Kommentare abgewartet. Herzlichen Dank für die rege Anteilnahme in den Kommentaren. Finde ich immer schön, von euch zu lesen. Also, vielen Dank dafür. Ernie hat zum Beispiel geschrieben, dass er glaubt, dass die Stürze damit zusammenhängen, dass die Leute einfach zu wenig Energie haben und deswegen wir mehr Energieauffüllstationen brauchen, also im Stile von irgendwelchen Gasthäusern zum Beispiel. Bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich so der Fall ist, weil ich glaube eher, es hängt mit der Schwierigkeit zusammen, aber das können wir uns ja auch noch anschauen. Hatte ich bisher noch nicht zum Schirm, dass es vielleicht mit der Energie zusammenhängt. Vor allem problematisch könnte sein, dass hier dann alle, wie wir gesehen haben, einen bestimmten Hang rauffahren, um zu einem zum Dings zu kommen, hier zum Essen zu kommen, und dann fahren sie den Hang aber runter, und wenn das gar nicht ihr Hang ist, dann fahren die ganzen grünen Leute rauf und dann stehen sie auf dem schwarzen Hang und fahren den schwarzen Hang runter, weil sie sonst keine andere Möglichkeit haben, um zum Guten zu essen zu kommen, und dann zerlegt das ja auch erst wieder. Also gar nicht so easy, glaube ich, nachdem man ja den Grünen nicht sagen kann, hey, ihr fahrt da nicht drauf, das Restaurant ist nur für die Schwarzen da. Gut, wir schauen uns erstmal die Patch Notes an. Fix the bug that disconnects building that were connected when removing one of them. Ja, ich glaube, das hat man schon mal, den Bug. Wenn etwas disconnected wird, was mal connected war, gibt es da wohl Probleme. Wir hatten ja auch schon, dass das mal geladen haben und dann plötzlich alle Strecken weg waren zum Beispiel. Poor Pathfinding, das hat man auch schon. Offenbar sind Skifahrer hängen geblieben irgendwo, stecken geblieben, mitten im Track, das weiß ich nicht. Fix Errors hätten nur ein Loading gesaved geben, ja, das, ja, haben wir. fixed Pause Ski Animation, ja, das stimmt, das ist nicht pausiert worden, sondern die sind nur so ein bisschen herumgeschlackert, wenn man Pause-Menü war. Wenn man ladet, dann wurde der Lift immer als 100% repariert dargestellt. Das ist ja praktisch, aber ist entfernt worden. Schade. Autosave Files und Reputation Stats. Aha, fixer Display of Reputation Stats. Ja, was auch immer. Ein bisschen nichtssagend. Okay, wir schauen rein in unser Save File. Und ich habe was ganz Cooles vor. Haha, geil. Erstmal, es funktioniert alles. Puh, das ist schon mal schön. Was ich mir vorgenommen hatte, unter anderem in dieser Folge, ist darüber zu kommen. In dieses andere Skigebiet. Weil es wird nur eigentlich von diesem einen großen Berg hier getrennt, und das wäre doch eigentlich perfekt, wenn man sagt, man macht hier eine Ausstiegsstation und man kann in beide Richtungen runterfahren und ein Lift geht halt so weit wie möglich darüber und bringt uns neue Leute in das Skiparadies oder darüber. Das wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Was ich davor aber noch machen möchte, ist noch ein bisschen Micromanagement, so wie wir es auf der Strecke gemacht haben. Man merkt es zwar nicht, weil es so viele Stürze gab, aber an sich so hinzukriegen, dass es halt eine Geschwindigkeit, eine Gleichmäßigkeit ist quasi. Und hier haben wir drei. Ich möchte zumindest zwei draus kriegen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, da es ja doch ein krasser Hang ist, aber vielleicht kriege ich diese mini-roten Stellen raus, das wäre auf jeden Fall super. Ja, ist ein größeres Projekt, das ich hier angehen wollen würde. Ich weiß nicht, ob der generell hier bleiben darf oder bleiben kann, die 10-Personen-Grundel. Ist eigentlich ganz lustig da und ist ja auch mein Outro. von da weg sieht immer sehr, sehr idyllisch aus. Aber ich würde ganz gern irgendwo da stehen bleiben. Das wäre halt irgendwie viel geiler, weil dann könnte ich halt von da unten auch schon runterstechen. Dann hätten wir da noch einen weiteren geilen Hang. Und so nehmen wir uns halt die Chance ein bisschen dadurch, dass wir von da unten nicht darauf kommen. Ja, deswegen
sehr viel Zerstörung am Programm. Bäm. All das, was wir uns da aufgebaut haben, geht weg. Aber ich möchte es ein bisschen hübscher machen. Die müssen wir jetzt alle von Hand zerstören. Schaut, dass man nicht sagen kann, man möchte einen gewissen Bereich markieren mit der Maus und dann wählt man aus welchen und kann auf einmal alles zerstören per Drag and Drop. Leider nicht so. Jetzt haben wir da die 1000 Skiwachthütten, die wir beim letzten Mal gebaut haben, für mehr Sicherheit. Die müssen wir jetzt alle einzeln markieren und entfernen. So, ja. Und den verbuggten Lift hier auch. Da ist es natürlich auch die Frage, da kann das weiter existieren oder nicht. Was ist denn das für ein? Der ist, gut, der hat rot, blau und grün. Wir haben es als rote tituliert, wahrgenommen als schwarze. Weil, warum auch immer, ich erkenne jetzt nicht, dass da irgendwie tausende Leute liegen. Da könnte nämlich auch von hier vielleicht weiterführen. Oder auch nicht. Wir werden einfach mal schauen, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe mir da noch nichts überlegt. Ich wollte es einfach mit euch machen. Und ich schaue mal gerade, ob der 10er oder der 6er besser ist. Für mehr Gefälle wäre der 6er am besten, weil der 45% Gefälle hat. Gefällt mir. Ja, okay. So, und irgendwo hier würde ich das gerne machen. Da irgendwo, wo es halt besonders steil ist. Gucken, ob das irgendwie machbar ist. Da wäre es wieder machbar. Das hatten wir ja schon mal. Leider keine Möglichkeit, das Gebäude da zu drehen. Hier wäre es halt ideal, also das wäre halt perfekt. Apropos perfekt. Ich überlege gerade, wenn ich das da mache, dann könnte ich Kamera, dann könnte ich da auf jeden Fall runterstechen. Ja, das wäre nice. Ich komme aber nicht darüber. Oder? Nee, da geht's bergauf und da wieder bergab. Das ist ein bisschen doof. Das heißt, ich würde wieder außen rumfahren und von da unten runterstechen. Was ich halt nicht machen könnte, ist das hier beackern. Naja, okay. Ist egal. Hier komme ich irgendwie hin. Ist es da eine Möglichkeit? Nee. Okay, dann könnte ich nur ganz runterfahren. Da irgendwo war es gelb. Über die anderen Pisten drüber, das fühlt sich ein bisschen seltsam an, so, dass es an der Piste vorbeigeht. Ich glaube, ich muss die fast auch entfernen und da vielleicht noch eine neue Piste machen. Ich meine, theoretisch machbar, aber es sieht halt schon sehr, sehr strange aus, wenn ihr mich fragt. ja, okay, dann machen wir es so. Ist gar nicht so verkehrt, das hier zu haben. Ist durchaus okay. Und dann haben wir da richtig eine schöne schwarze Piste runter. Das ist auch cool. Ich wollte immer schon mal eine schwarze Piste haben, die auch Sinn macht. Genau, das heißt, das nächste, was wir entfernen. Wir entfernen ihnen die ganzen Möglichkeiten zum Skifahren, aber ja, machen es viel besser, als es vorher war, natürlich. Da besteht kein Zweifel daran. So. Wir nehmen den 6-Personen-Gondel. Zug, der ist der beste. Einmal schaue ich noch, ob es da irgendwie geht. Ich sehe es aber hier nirgendwo. In weiß. Da. Hier wäre eine Möglichkeit. Da ist allerdings die Frage, ob ich da über den Felsen drüber komme. Ja, ich glaube, das passt schon ganz gut hier auf der Seite. Das ist eigentlich schon eine ganz lustige Geschichte, die wir da hätten. Weil wir halt wirklich auf
beiden Seiten runterpowern können. Ich werde versuchen, das so möglichst weit links zu machen, damit ich rechts schön die Pisten vorbeiführen kann. Na, gibt's hier? Geht's hier irgendwo? Da geht's. Okay. So, tricky, tricky, tricky. Zu steil zum Bauen. das wäre machbar. Ich will immer ganz gerne hier rein, weil ich habe von der Demo gelernt, da ging das noch nicht. Dass wenn ich hier außerhalb baue, dann hatten die keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Jetzt weiß ich, ob das hier zählt, wenn ich halt hier gerade an der Kante baue. Ich möchte aber mal austesten. Deswegen werde ich es einfach mal hier irgendwo hinbauen. Wenn ich es daher baue, dann schneide ich das Gebiet hier komplett ein. Das heißt, ich lasse es so ein bisschen weiter hinten verlaufen, sodass ich nicht zu sehr Einfluss auf den Felsen habe. Und klatsche es einfach mal daher. Ja, sieht auch gar nicht so verpackt aus. Also da hat man schon Schlimmeres. Da hat man auf jeden Fall schon Schlimmeres. Ja, nice. Okay, gut. Dann mach mal. Dann bau mal. Und dann klatschen wir uns darunter eine schöne schwarze Piste. Die kann auch von mir aus breiter sein. Wenn ich vorbeikomme, das wird das Geschichtel sein. Wir können ja nicht bergauf fahren. Ich muss aber irgendwie vorbeikommen. Wow. Okay. Also theoretisch geht. Grundstücksgrenze. Ja. Alter, das ist meine Piste. Das ist meine Piste. Da ist es dann kurzzeitig nicht so steil. Da war unser anderer Hang. Ist die Frage, ob wir den anderen Hang vielleicht auch nochmal bauen wollen. Und quasi so eine Verbindung schaffen wollen, dass wir die schwarze Piste darunter machen und dann eine Verbindung, um noch weiter runter zu kommen. Oder wir fahren einfach am Stück runter. Das Problem mit den Verbindungen ist dann immer, dass dann vielleicht die falschen Skifahrer diese Verbindung nutzen. Wisst ihr, was ich meine? Dass dann Leute, die... Das ist jetzt dann zum Beispiel eine blaue Piste, sagen wir, die von da darunter führt. Also von hier, von diesem Mittelstück, wo ich gerade bin, darunter. Und dann würden alle blauen Fahrer mit dem Lift rauffahren und würden dann sagen, hey, von da fahren wir jetzt alle runter, müssen aber alle über die schwarze Piste fahren. Das wäre nicht ganz so geil, glaube ich, weil da haut es dann ziemlich viel aufs Maul. Da geht es jetzt eine Zeit lang, kriege ich das irgendwie anders hin. Ich möchte nämlich nicht hier zu flach werden, sonst heißt es wieder, ist zu flach und ist keine Herausforderung. Ja, ist aber auch okay, glaube ich. Wenn ich so baue, dürfte es auch okay sein. Da ist immer noch genug schön schwarzer Anteil, glaube ich. Ist das hier besser? Es ist eh überall irgendwo so ein bisschen flach. Das ist, glaube ich, eh nicht anders zu machen. Ist, glaube ich, eh nicht anders zu machen. Von dem her... so wird es gerade gehen? Ja, geil, das ist ja auch nice, oder? Boah, das ist ja, das ist geil, dieses Flachstück hier. Und dann noch einmal ein letztes Mal bergab runter. Ja, direkt noch so ein Pfosten mitten im Weg. hat was. Geil, geil, geil. So, vorlaufen lassen, Leute. Full Speed. Ja, nice. Und in weiterer Folge dann darunter, so wie wir es bisher schon hatten. Nur nicht ganz so in Rot. Und da haben wir jetzt wirklich, wirklich eine geile Herausforderung für alle. Der freut sich schon. Was bist denn du, mutiger Abenteurer? Lass dich doch mal anklicken. Aufstrebender Star. Nahrung 17%. Verhungern die?
Wir finden es raus. Es könnte noch ein bisschen länger dauern, bis es hier gebaut wird. Aufstrebender Star Nummer 5316, du bist vielleicht bald so aufstrebend, dass du Gott besuchst, denn deine Nahrung ist am Ende. Jetzt. Wie aufstrebend bist du? Geht. Tage übrig, 0 Stunden, was genau heißt das? Fahrisches es können Tage übrig. Für 0 Stunden ist er noch ein geübter Skifahrer, ein aufstrebender Star. Danach geht's bergab. Ja, der freut sich schon. Ich meine, der könnte da auch einfach runter... Also, ja gut, geht noch nicht. Die Skipiste noch nicht gebaut. Er konnte sich trotzdem da einfach runterlassen hier. YOLO. Ah, die Strecke finde ich cool. Die finde ich richtig cool. Ich mag diese schwarzen Pisten. In echt, weiß ich noch, meine erste schwarze Piste war, glaube ich, im Skikurs. Da gab es eine schwarze, die war so krass. Also ich zähle mich jetzt zu, ich würde sagen, zu diesen blauen Skifahrern. Mischung aus blau, ja, blau und rot vielleicht. So Anfang rot, Ende blau. Und bin da mal eine schwarze Piste gefahren. Und zum ersten Mal, Alter, war das heftig. wie es da bergab ging, Alter, dieser Blick und dieses, boah, mein Gott, ich weiß noch genau, wie das dann war. Also, ich meine, ich bin in meinem Leben danach genug schwarze Pisten noch gefahren, aber die war wirklich in, ich glaube, in Flachau war das auch. Hat sich einfach eingeprägt. Dieser View darunter, der war schon krass. So. Das ist mittlerweile gebaut. Der Lift müssen wir nur noch aktivieren, damit unser Hannes hier runterfahren kann. So, viel Spaß. Und dann erstmal was essen gehen, ne? Jetzt hat er sich so verdient. Nee, er fährt runter. Er ist der Erste, der runterfährt. Ich meine, wer kann sie verdenken? Wer kann ihm das verdenken, da runterzufahren? Jetzt habe ich ihn aber nicht gesehen. Hat sie noch Small gehaut? Weil mit Energie 0 etc. ist das wahrscheinlich nicht ganz so geil. Könnte ich mir vorstellen. Haben hier schon Bammel. Erste ist schon gestürzt. Ja, da werden wir auf jeden Fall eine Skiwachthütte hinballern. Vielleicht machen wir es denn. Irgendwie bin ich Fan davon, das immer relativ am Anfang zu machen, weil sonst bleiben sie hier in der Mitte so abnormal schnell abrupt stehen und das sieht halt einfach so dämlich aus, finde ich. Dass dann halt alle dort stehen bleiben. Andererseits muss es fast sein, weil wir haben ja gesehen, was für eine miese Reichweite die haben und bräuchten deswegen zwischendrin auch auf jeden Fall da ein bisschen Hilfe. Da wäre es vielleicht eh nicht so schlecht, weil da haben wir eh... sieht ja seltsam aus. Ich meine, ja, wenn es machbar ist. Aber da hätten wir eh so ein flaches Stück. Auf der Seite geht es offenbar nicht. Ah, da. Das sieht aber dämlich aus. Nee, also das sieht zu blöd aus. Irgendwo hier. Ja, ich meine, wenn es nicht anders geht. Es sieht auch so deppert aus. Also, kann man nicht helfen, aber gibt es keine andere Möglichkeit, diese Skiwachthütte gescheit zu platzieren? Das ist alles fast zu weit oben. Da wird es eben kurzzeitig gehen. Da. Das macht wieder so einen komischen Buckel. Ja, Mai. Mai ist gar nicht so schlecht. Klatschen wir das daher. Dann haben wir da oben eine, dann haben wir hier eine. Und dann geht es volle Kanne runter. Und irgendwo da auf dem halben Weg werden wir auch noch eine Skiwachthütte machen. Genau. Wo auch immer. Auf der Seite geht es wahrscheinlich wenig, weil es die ganze Zeit mit dem Lift versucht zu kollidieren. Und auf der Seite macht es irgendeinen super hässlichen Hügel, wie man bei uns sagt. Aber leider kriege ich den nicht anders hin. Da sind wir schon zu weit unten.
Ja, irgendwo daher von mir aus. Gönnung. Danke. So. So. Na schön. Dann haben wir in der Folge erstmal abgerissen ohne Ende. Um jetzt aufzubauen. Und zwar richtig was aufzubauen. Hier eine richtig fette Piste. Eine richtig fett schwarze Piste. Wo sich jeder anschifft, der da runterschaut. Das ist ja wirklich geil. Warte mal, ich mag die Dingens hier noch bauen. Das hier noch aktivieren und dann fahren wir mal mit einem. Dann gönnen wir uns das noch. Folge ist nämlich schon wieder zu Ende. Aber ich möchte mir auf jeden Fall noch so eine Mitfahrt gönnen. Wow, Alter. Dieser Ausblick, Leute. Dafür lohnt sich Skifahren, finde ich. Ja, und die mutigen Abenteurer, die haben Spaß. Schaut euch mal den Ruf an. Zufriedenheit 74. Nimm uns mit. Nicht einfach da lassen, nimm uns mit. Auf deinem Weg hinunter. Ins Tal. Nicht stürzen dabei. Bleibt da wieder stehen da, oder? Na, dieses dumme an der Skiwachthütte stehen bleiben. Noch da draußen liegt auch wer. Der ist wohl ein bisschen zu krass in den Tiefschnee gekommen. Und jetzt, tada. Hat das geschafft. Da unten ist er wieder angekommen. Gleich wieder beim Lift und kann gleich wieder rauffahren. Das ist halt die perfekte Herausforderung für unsere Schwarzen. Das ist richtig nice. Richtig, richtig cool. Ja, und wegen Restaurant, da hatten wir ja die Sache, wir hatten doch da mal ein Restaurant und da sind die ganzen grünen Leute da raufgefahren, um zu essen und da hat es keine andere Möglichkeit gegeben, als dass dann die grünen Leute nach dem Essen hier alle runtergefahren sind. Das will ich halt absolut nicht. Ich will nicht, dass grüne Leute eine schwarze Piste runterfahren. Das endet nicht gut. Deswegen werden wir auf jeden Fall hier noch so eine leichtere Piste machen. So eine rote im Idealfall oder eine blaue. Blaue wäre vielleicht doch besser. Damit die Leute auch entsprechend gechillt wieder runterkommen. Und dann machen wir vielleicht wirklich da so ein Panorama-Restaurant. Und ja, hoffen wir, dass nicht zu viel grüne Hannese darauf fahren. Die müssen wir vielleicht wieder grün machen. Dass auch die ganzen grünen Leute irgendwo herumfahren, weil dabei irren die halt nur dämlich herum da. Das ist ja eigentlich eine grüne Piste. Also vielleicht checken sie jetzt irgendwann mal, dass die für sie gemacht ist und nutzen die dann wieder. Dann können die nämlich auch darauf in dieses Panorama-Restaurant gehen, was da für sie gemacht wurde. Oder sie hauen sich einfach da in die große Hütte, aber irgendwie ist die, glaube ich, nicht so beliebt. Attraktivität minus 20. Ja, eventuell muss ich die vielleicht auch wegnehmen und austauschen gegen so ein anderes Panorama-Hotel, dass die Leute, die dorthin wollen, also die was essen wollen, uns attraktiv haben wollen, Nahrung, Wärme, Energie, das beste Restaurant am Berg, es ist halt nicht wirklich am Berg, ne? Na, ja, kann man ihnen bauen, kann man ihnen irgendwo hinklatschen und sagen, da, viel Spaß. da weiß ich jetzt nicht, ob ich da irgendwie runterkommen kann. Ich glaube nicht, dass das möglich war, weil es ja so ein bisschen bergauf geht. Ich werde es aber austesten. Und da hätte ich irgendwie auch ganz gern noch einen Lift. Der Lift, der dann da runterführt. Für den Moment aber klatscht mir dann einfach noch so ein Hotel-Restaurant-Geschichtel hin. Dann können die da auch schön essen. Ihre Energie auffüllen und brauchen nicht irgendwo einen Lift raufzufahren, um da was zu essen und dann darunter zu fahren, sondern haben eben gleich hier was Leckeres zum Snacken, was nicht so unattraktiv ist, sage ich mal. Da kommen die ganzen Schwarzen runter, ja geil, ja ist das geil, ja finde ich das geil, mega. Spiel hat leider noch ein paar Performance-Issues, finde ich, weil wenn ich auf schnellem Speed klicke,
auf dem allerhöchsten, dann braucht der Baufortschritt halt immer noch ewig gefühlt. Habe ich auch gelesen in den Kommentaren, dass das Spiel mit den Riesenmenschenmassen nicht ganz so zurechtkommt, damit den 1000 Leuten, die da simuliert werden sollen. Mal schauen, ob da noch was passiert. Ist aber besser geworden auf jeden Fall. Also im Vergleich zum Day One ist es um einiges besser geworden. Wow, sogar hier gestürzt. Die Schwarzen stürzen hier, oder was? Ernsthaft? Was ist denn mit dir? Kriege ich dich angeklickt? Energie 0. Zufriedenheit 32. Ja, ja. Ne? Überlebt den schwarzen Hang und kommt und haut's dann hier aufs Maul. Na gut, wir müssen das eröffnen. So, und jetzt Leute, jetzt strömt's rein. Sehr schön. Die Grünen, die sind die Ersten. Ja, es ist wieder die... Wir stehen wieder am Hintereingang, weil warum auch nicht? Vielleicht ein bisschen verbuggt der Eingang hier. Hm? Ich frage für einen Freund. Dass die alle da hinten bestellen wollen. Naja, wenn es ihnen gut tut, sollen sie das machen. Ja, ist auf jeden Fall nice. Schöne Besucher zu sein. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, das da zu haben. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Mit dem wunderschönen Blick darunter. Unserer neuen schwarzen Piste, würde ich sagen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es weitergeht mit Snowtopia. Bis dahin. Ciao.